das eine Falle ist, drückt die Knöpfe für 2:15. Wir sind unter uns. Wir fahren Express. Zunächst einmal Gratulation. Wozu? Zu deiner Tochter. Gesund, hübsch. Du freust dich bestimmt. Soll mir das Angst machen? Es ist ein Jahr her, dass wir die Chance hatten, uns zu unterhalten. Du bist Vater geworden. Darf man das nicht erwähnen? Das ist nicht fair. Sie kennen und beobachten mich. Denken Sie jemals daran, wie das für mich ist? Ich denke immer zu an dich. Warum sind wir heute Abend hier, Lonnie? Da ist eine aufstrebende Supervisorin. Dedra Miro. Sie hat einen Verdächtigen im Fokus, den sie Axis nennt. Sie denkt, er errichtet ein Rebellennetzwerk. Und sie sucht nach gestohlener imperialer Flottenausrüstung. Und nach einer Verbindung zu der Sache auf Aldani. Dedra Miro. Es gab einen Vorfall auf Ferrix vor ein paar Monaten. Sie denkt an einen Zusammenhang und lässt keinen Stein auf dem anderen. Die suchen jetzt sowohl den Dieb als auch den Mittelsmann. Axis. Sie sammelt Infos. Major Partagas mag und ermutigt sie. Das ist gut. Unterstützt sie dabei. Wieso ist das gut? Weil sie Zeit verschwendet. Sie hatten nichts mit Aldani zu tun? Beinahe nichts. Wir waren eingeladen, haben aber abgesagt. Die hatten Glück. Und auf Glück verlassen wir uns nicht. Aber deshalb bist du doch nicht hier. Sie hat einen Rebellenpiloten gefasst. Einen Kurier von Anto Krieger. Sie haben ihn umgedreht und einen Unfall inszeniert. Wir wissen von einem geplanten Überfall auf das Kraftwerk von Spellhouse. Wenn Krieger angreift, erwarten Sie ihn. Und wenn er es nicht tut, wissen Sie, dass etwas nicht stimmt. Sie werden abgeschlachtet. Das sind 50 Mann. Du bist weit mehr wert. Sie müssen sie warnen. Und warum? Um alles zu ruinieren? Wie könnten wir die ISB besser in den Glauben lassen, es gebe kein Sicherheitsleck, als Krieger zu opfern? Ich tue das für dich. Vor allem für dich. Sag mir, warum wir heute wirklich hier sind, Lonnie. Ich kann das nicht mehr. Ich bin jetzt Vater. Ich hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und unser Schwur? Ich liefere Ihnen Dedra Miro. Ich liefere Ihnen Spellhouse. Ich warne Sie wegen Ferrex. Ich stehe zu meinem Schwur. Ich habe in 6 Jahren alle Abteilungen durchlaufen, mich nach oben gearbeitet. Allein. Und was war dein Plan? Wolltest du mir zum Abschied einen großen Geschenkekorb überreichen? Was wolltest du der ISB erzählen? Dass ich krank bin. Die Familie meiner Frau hat eine Importfirma. Schon wenn du das aussprichst, weißt du, dass das nicht möglich ist. Wir können dich nicht gehen lassen, dich nicht entbehren. Wir haben zu viel in dich investiert. Und ja, du warst allein. Doch du hast davon profitiert, dass wir dich mit Informationen gefüttert haben. Informationen, für die ich einen hohen Preis gezahlt habe. Du liebst deine Tochter. Kriegers Männer werden sterben, damit sie nicht ohne Vater aufwächst. Du sitzt in der Falle, Lonnie. Es freut mich nicht, das zu sagen, aber du gehst nirgendwo hin. Was ich geopfert habe, bedeutet ihnen gar nichts, oder? Ich sagte, ich denke ständig an dich. Und das tue ich. Dein Engagement für die Rebellion ist beachtlich. Ein Doppelleben. Anderen etwas vorspielen. Der Stress jeden Tag. Wir brauchen Helden, Lonnie. Und du bist einer. Und was haben sie geopfert? Ruhe, Güte, Familie, Liebe. Ich habe meine Chance auf Seelenfrieden begraben. In meinem Geist herrscht Finsternis. Ich teile meine Träume mit Geistern. Jeden Morgen wird mir bewusst, dass die Gleichung, die ich vor 15 Jahren schrieb, nur ein Ergebnis kennt. Ich bezahle für meine Taten.
Mein Zorn, mein Ego, mein Unwille nachzugeben, meine Besessenheit zu kämpfen. Ich bin auf einem Weg, von dem es kein Entrinnen gibt. Ich wollte die Welt von Ungerechtigkeit erlösen, ohne den Preis zu bedenken. Aber als ich nach unten sah, war da kein Boden mehr unter meinen Füßen. Was ich geopfert habe. Ich bin dazu verdammt, die Waffen meiner Feinde zu verwenden, um sie zu besiegen. Ich meuchle meinen Anstand für die Zukunft anderer. Ich meuchle mein Leben für einen Sonnenaufgang, den ich niemals sehen werde. Für das Ego, das diesen Kampf begann, gibt es niemals einen Spiegel oder Zuschauer oder das Licht des Dankes. Was also opfere ich? Absolut alles! Du bleibst bei mir, Lonnie. Ich brauche jeden Helden, den ich kriegen kann.